Alter, das Spiel, ey. So ehrenlos am Reinwitchern. Das ist ja schon fast kriminell. Schon fast kriminell. Entschuldigung, Mr. Bär. Waldschrat hatten wir schon. Ich weiß es nicht. Das ist ja immer das Schöne bei den Hexeraufträgen, weil man auch nicht weiß, was kommt. Ich hätte jetzt mal wieder so Bock auf so einen Werwolf. Bissspuren. Rüstung zerfetzt. Menschlich. Augenscheinlich keine weiteren Toten. Wie geil da einfach rechts dieses rote Totenkopf ist. Hm. Flugmonster. Hatte die zweite Leiche in den Klauen. Hat nicht alles auf einmal ins Nest gekriegt. Stück für Stück der Spur folgen. Dass wir einfach auf Todesmarsch spielen und jetzt so stark sind. Beste Leben. Einer von euch hat gemeint, Gourmet, die Fähigkeit, klar, die ist immer noch sehr nützlich, aber ich bin jetzt so stark, dass ich eigentlich den kompletten Heal aus der Schwalbe ziehen kann. Und Gourmet nimmt halt einfach einen wichtigen Fähigkeiten-Slot weg, ne? Gourmet ist gerade am Anfang gut, um immer full life zu sein. Oh, ihr habt recht, Waldschrat. Waldschraderino. Waldschraderino. Was sind denn das nochmal? Relikte, ne? Ja. Reliktöl. Reliktöl. Haben wir ja Gott sei Dank auch schon das... Nee, Konstruktöl haben wir das Beste. Relikt, Relikt, Relikt. Mann, man muss sich immer die Farbe merken. Fürchterlich. Ja, Farbe vergessen. Ah ne, das ist ein bewachter Schatz. Ja moin. Das ist gar nicht unser Auftrag. Lel. Ah, der glitscht erstmal in die Wand. Bester Mann. Wo ist er? Hallo? Damage. Ja, man sieht, glaube ich, Damage-Potenzial. Okay, den Loot.
Ist der Wolfschrat jetzt gestorben, ohne Loot zu geben? Schweinerei. Zweieck. Seit wann gibt's denn ein Zweieck? Stahlwaffe. 700 Achis wert. Ich habe ihn gelootet? Ja, da habe ich ihn so schnell gelootet, dass ich gar nicht mitbekommen habe. Ach, das Spiel, Chat. Ich könnte all day night spielen. Versteht ihr das? Und jetzt hier, guck. Du siehst oben links, mein Leben tickt die ganze Zeit runter. Und du siehst ja auch an der Seite diese Giftnebel, die reinfliegen. Weil meine Vergiftungsgrenze ist nur 50%. Das muss man skillen, dass es dann 60, 70, 80% ist. Erst dann fängst du quasi an, Schaden zu nehmen. Ich könnte jetzt eine Schwalbe konsumieren und die würde sich gegenhealen. Und du siehst auch an diesem grünen Balken, unter dem Lebensbalken, siehst du, dass das Grüne eine andere Farbe hat. Dieser mittlere Balken ist hellgrüner als der ganz links, der ist dunkelgrün. Das dunkelgrüne ist quasi die ungefährliche Vergiftung und das andere ist die Vergiftung, die mir schon schadet. Und deshalb, wenn man nicht möchte, dass die Tränke einen selber schädigen, muss man halt in Alchemie investieren, ne? Damit die Vergiftungsgrenze sich erhöht. Jetzt siehst du, links der Absud ist noch im unkritischen Bereich. Sobald wir uns mehr Tränke reinzwirbeln, fangen wir an, Schaden zu nehmen. Wenn wir noch später mehr Skillpunkte haben, mehr Skill-Slots auch, dann können wir noch in Alchemie ein bisschen was reinstecken. Hier endet die Spur. Und das noch mehr erhöht. Die verdammten Vögel müssen den Boden freigepickt haben. Aber den Rest der Leiche dürften sie auch gefunden haben. Ich muss nur dem Gekrächze folgen. Ich weise auch nochmal drauf hin, Chat. Gerne nochmal nachschauen, ob der Prime-Sub ready ist, falls ihr hier die Show genießt. Auch gerne reinfolgen für die neuen Viewer. Dann könnt ihr an dem Chat teilnehmen, kriegt 5 Follower, Emotes kostenlos. Und ja, ich wünsche euch hier einfach eine schöne Zeit. Grüßchen raus. Einfach schon 7 Stunden live. Verrückt. Echt 7 Stunden live schon? Tötet ihn! Haltet ihn! Werft ihn in Götter! Habe ich erst nach 1,5 Stunden angefangen mit Witcher-Chat? Haben wir so lange Just Chatting wieder gemacht? Aber Just Chatting war auch wieder nice heute. Weil ich sehe, bei OBS sehe ich den Lifetimer 7 Stunden und Recording 5,5 Stunden. 1,5 Stunden wieder ehrenlos reingejustchattet. Das war kein deutscher Satz. Und das Nest? Leer, abgesehen von Nahrungsresten. Irgendein großes Flugviech. Sieh an, die haben den Auftrag vor mir angenommen. Sich im Voraus bezahlen lassen. Mehr, als sie mir zahlen. Dünner Schaft, wenig Nebenfedern. Interessant. Ein Ortsgreif. Opinikus. Boah, ich liebe die Hexeraufträge. Schlaf, solange du noch Beine hast und Eier. Doch mal nach. Hybriden. Auch geil, dass man das Bild, bevor man das Tier nicht getroffen hat, das Monster, nicht sieht. Macht ja auch Sinn. Art und Hybridenöl. Karatesche. Oh ja. Karatesche-Mimesche. Da haben wir auch die Überlegende schon. Oh.
Wir haben erst das 10er Hybridenöl. Muss ich mal gucken hier. Nehmen wir einfach 110 Alko-Chests. Beste Leben. Da fehlt uns einfach das Auge dafür. Das Auge macht Auge. Hm, scheiße. Also habe ich es mir nie gecraftet. Moin Meister. Krabbenspinnenabsud. Reduziert den erlittenen Schaden auf Basis des Gewichts von Rüstungen und Gegenständen. Je weniger Gewicht getragen wird und je leichter die Rüstung ist, desto weniger Schaden wird erlitten. Oha! Das ist eigentlich ein guter Absud für mich, weil wir ja leichte Rüstung haben. Waldschratabsud. Ein Teil des von Angreifers verursachten Schadens wird auf ihn reflektiert. Oh, ist das ein Meisterwerk, das Spiel? Oh. Nochmal zum Beweis, ich bin Level 22, 35er Quest, also Hexerauftrag Monster, 13 Level down auf Todesmarsch. Der Damage ist nicht von diesem Stern. Ich hab's euch gesagt, Chat! Meine Stammzuschauer sind Zeugen. Habe ich euch nicht versprochen, dass wenn das Bild fertig ist, es einfach nur noch kracht im Karton? Herzgreifen, Muttergegner. Zierer-Ehrrüstung und Greifentrophäe. Köstlich, schmöchtlich, saftig, knaftig. Und genau, ist noch nicht mal ganz fertig. Puh. Da freut sich sogar Plötze. Komm schon, Plötze. Und jetzt überlegt mal, Chat, wenn ich noch mein Damage erhöhe, je mehr Selbstvergiftung ich gerade in der Blutbahn habe. Das gibt's nämlich auch noch. Und im DLC 2, nee, im DLC 1 kann man noch mal die Mutagene kann man noch mutieren lassen. Und wir haben noch zwei mittlere Mutagene ausgerüstet. Wenn wir auf Skellige noch viele kleine rote Mutagene finden und die dann zusammencraften zu einem großen, dann haben wir ja dann nochmal flat mehr Nahkampfschaden. Das wird so lecker schmecker für Entdecker! Gib mir mein Geld, du Sack. Und? Schon Fortschritte? Das Monster ist tot. Ich habe es erschlagen. Es war ein Greif. Ein Erzgreif, um genau zu sein. In dem Fall bin ich dankbar. 13 Level down. Deine Belohnung. Geil! Yippie! Warte mal. Erkennst du das? Ihr habt einen Auftrag angenommen. Belohnung im Voraus zahlbar, und zwar mehr, als ihr mir gezahlt habt. Was soll ich tun? Geschäft ist Geschäft. Und Mittelsmänner müssen ja auch was kriegen. Du musst eins aufs Maul kriegen. Gold. Jetzt. Noch ein Rat, ehe du gehst. Versuch nie mehr, einen Hexer zu betrügen. Nie wieder. Ich hätte das Gefühl, wenn er ihm noch eine Kopfnuss gegeben hätte. Radovid hat uns eine Woche zu spät bezahlt. 500! 47 Kronen Mimonen auf Tasche, Mimasche. Lecker Schmecker. Das bedeutet, dass die Kassen Redaniens fast leer sind. Endlich reicht, Chat. Endlich.
Lauf, Blitze! Jetzt den Portal überqueren und sehen, was es dort zu tun gibt. So, lass mich mal kurz schauen. Einer meinte, mit den roten Mutagen. Wie viele habe ich denn da? Ich habe 3 leichte. Könnte mir also noch ein mittleres craften. Das bringt mir aber nichts. Ich brauche noch mindestens 3 leichte oder ein mittleres. Dann kann ich ein mittleres rausnehmen und ein schweres draus machen. Ich könnte jetzt das andere auch nehmen, aber dann würde ich, glaube ich, am Ende des Tages mit weniger Angriff nach Hause gehen. Weil dann das zweite mittlere weg ist. Ja, ich kann mir ein großes machen, aber dafür muss ich das andere mittlere wegmachen. Ne? Dann habe ich nur noch... Dann habe ich zwar quasi keine 2 mittleren, sondern nur ein großes. Dann komme ich am Ende des Tages schlechter weg. Ich beweise es dir, okay? Ich speichere. Jetzt kommen wir rechte Seite auf 21% Angriff und hier bekommen wir auf 28% Angriff. Das macht... 49. Ja. 49% Angriffsschaden. Boah, die Musik. So, jetzt nehme ich das hier raus und das hier raus. Ne? 2 mittlere, 3 leichte. Jetzt crafte ich mir in der Alchemie. Mit 3 leichten noch ein mittleres. Zack. Jetzt habe ich 3 mittlere, kann mir ein großes craften. Oh. Oh, ich glaube, er hat recht. Warte. So, jetzt habe ich hier 40. Und ich kann ja noch hier ein Werwolf-Mutagen oder so benutzen. Und das verbindet sich ja auch. Jetzt kommen wir auf 55 Angriff. Also haben wir 6 Angriff mehr. Okay. Hätte ich jetzt nicht diese gehabt, wäre ich mit weniger rausgegangen. Aber dadurch, dass wir diese noch haben, diese speziellen, 6 Angriff mehr. Quasi geschenkt. Pustigi. Da gibt es sogar einen Sprung. Der Sprung ist für dich. Der ist der Happy-Sprung für 6% mehr Angriff. So, sollen wir jetzt wirklich das Turnier nochmal probieren? Wünscht ihr euch das? Chat, wünscht ihr es euch? Ich kann es probieren. Aber ich probiere es nur einmal, weil ich will es eigentlich noch gar nicht schaffen, weil ich will in Skellige noch die ganzen geilen Karten gewinnen und dann will ich es erst schaffen. Hier wird nicht rumgehangen. First try, man. Was für ein Lächeln. Ob ich schon eine Quest verpasst habe? Nö. Ich glaube, der wird mich wieder wegstoppen. Fantastische Vorstellung. Du bist ein toller Verkleidungskünstler. Trägst du immer so enge Hosen? So, speichern davor. Und wenn man einmal in der Quest ist und verliert, ist Trophäe fehlgeschlagen. Ich skippe durch, weil wir da waren wir schon. Der labert nur, labert. Tausender Teilnahmegebühr. Schutz. Sie, es ist nicht. Ken. Sag. Sascht. Sascht. An. Ich hab. Hab. Vor dir und vor Eigentlich. Erst. Bist du? Oh. Ich hab. Schmutz. Hab vor dir und vor Eigentlich. Erst. Na, Versuch. So, jetzt müssen wir mit allen Teilnehmern einmal quatschen. Was? Der beleidigt uns. Spielt. Was geht? Ich sehe. So. Weißt du, was sie abends vor dem Zug. Der macht leid. Einen auf abgehoben mit seinen 3 Weibern. Das saß. Und er ist der korrekte Bre, aber auch der, der uns wegstompt. Ich bin hier auch. Hat eben. Du bist. Sieht man. Und gerufen. Wie. Aber ich. Du bist. Oh. Sieht man. Und gerufen. Wie. Aber ich. Viel. Gleich.
Dann geht's los, Spätzle mit Soße. Wir essen nie. Esst Pat gern. Ha! Wo allen? Endlich geht's los. In einem Jahr werde ich Hortensia und meine Kumpel mit Erzählungen von diesem Abend unterhalten. Ah, spielen wir. So, ich glaube, von der reinen Einheitenstärke ist mittlerweile unser Nilfgaard-Deck sogar besser. Auch wegen den Wiederbelebern. Wir haben in nördliche Königreiche nur einen Wiederbeleber. Deshalb werde ich tatsächlich Nilfgaard spielen. Ich mache mir 3 Finden rein. Ja. Stimmt, 2 mit Yennefer, aber Yennefer kann ich ja in jedem Deck spielen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir haben schon mal einen Spion gezogen. Leider keine einzige Finte. So eine Dreckshand. Und es fängt an. Unerträglich. Immer eine Finte. Ja, ja, du mich auch. Jetzt legt Save er auch eine Finte. Ah, scheiß drauf, Digga. Fürchterlich. Ist das ein Spion-Battle? Kriminell. Ah, jetzt hör aber auf! Läuft gar nicht so schlecht. Jetzt kann ich die ganzen Spione, die er gelegt hat, wiederbeleben. Oh mein Gott, Digga, wir haben echt ganz schön Lack gerade. Was machen Spione eigentlich? Der Gegner bekommt ja Punkte. Das ist richtig, mein Lieber. Aber du kannst 2 Karten ziehen. Und 2 Karten ziehen ist viel stärker als dem Gegner ein paar Einheitsstärken geben. Viel stärker. Ich glaube, das Ding ist over, Chat. Ah! Digga,
egal, ist nur eine 10er-Karte. Wie einfach alle drei Ebenen voll Wettereffekten sind. Lel. Hä, warum nimmt er nicht den Wiederbeleber? Achso, er hat den Spion genommen. Ah, nicht schlecht. Was, der kommt da nie wieder, niemals ran. Ja. Alter, Nilfgaard ist so strong. Nilfgaard ist so strong. Imagine, wir hätten noch zwei Spione mehr. Den 1er Katapult-Spion. Oder ist das nördliche Königreiche-Karte? Aber den Held mit Stufe 0, den können wir auf jeden Fall auch in dem Deck spielen, glaube ich, ne? Krass, wie OP Nilfgaard ist. Wahnsinn. Und wir haben nicht mal eine gute... Ja, genau, Uma. Wir haben nicht mal eine gute Anführerfähigkeit, Chat. Wir brauchen eigentlich noch die Anführerfähigkeit, die gegnerische deaktiviert. Gratulation. Aber, das ist jetzt vielleicht komisch für euch, Chat. Ich lade aber trotzdem den Spielstand. Es ist gut für die Seele zu wissen, das war gar nicht so, dass wir ihn besiegen können. Ich will das Turnier aber erst spielen, wenn wir die anderen Karten alle gesammelt haben. Dann kann ich mich auf das Turnier noch freuen, okay? Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Dann macht es mehr Spaß, auf Skellige noch die Karten zu sammeln, versteht ihr? Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin, wusste ich auch nicht. Dann habe ich noch was, worauf ich mich und auch ihr freuen könnt. Ist doch schön. Was ist das hier gerade für ein Wetter? Das sieht ja komisch aus. Und das fühlt sich gerade einfach gut an, zu wissen, dass wir ihn besiegen können, okay? Erstmal ins DLC. Also ich glaube, ich bin aktuell so stark, ich könnte einfach hier die DLCs auch schon spielen. Stark unterlevelt. Also ich denke, ich finde Lexo, das ist der stärkste Gwent-Gegner, der Zwerg, ja? Verfluchte Jäger, was haben die armen Elfen? Wo kam denn jetzt die Bitsbombe her? Ich hoffe, der Alert kommt. Bruder, 25.000er Bitsbombe von Kimpel. Hab dir ja eine Bellona versprochen, wenn du ihn schlägst. Digga, du spinnst. Du spinnst. Hättest du lieber Subbombs an die Community rausgehauen? Hätten die Lümmel noch was von? Bruder, vielen Dank für die geisteskranke Bitsbombe. Nicht so zurück. Jetzt nicht nur Ingame-Rauch reicht, auch alles habe, was du im Real Life. Danke dir. Wow! Andere haben einen natürlichen Hang zur Kriminalität. Jeder einzeln. Oh, so geil, den Zwerg einfach besiegt. Luftsprünge mache ich hier. Verdammten Zwerg weggestompt. Willkommen. Zeig mal. Oh, der Händler leckt so. Oh, seht ihr, wie lange das dauert, bis das Menü aufgeht? Ach du Scheiße. Oh, ist das eine heftige Rüstung. Blutenresistenz. Die verkaufe ich mal nicht, einfach weil die so heftige Stats hat.
Bam, 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 bam. So, können wir bei ihm bessere Assassinenhandschuhe craften? Warum können wir die nicht auf unser aktuelles Level anpassen? Brauchen wir da erst wieder einen Plan? Ey, danke für die 5er Subbomb. Dankeschön. Mann, ich brauch Crit! Wie wir einfach keinen einzigen Plan für das Katzen-Set haben. Sehr unerträglich. Reparieren die Olga. Bis dann. Ewiges Feuer. Oh. Beschütze mich. Kimpel, aber bitte nur was gönnen, Digga, wenn du wirklich ordentlich was auf der Seite hast. Brauchst du etwas, Meister? Bei mir läuft sehr gut, du brauchst dir gar nichts raushauen. Einfach den Stream genießen. Ich freue mich natürlich über jeglichen Support, aber ist absolut kein Must-Have. Oh, nochmal 5 Kapitel von Practical. So wieder Platz 3 auf dem Leaderboard. Aha! Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Danke für die 5K. Steht vor dir. Rolex Chest. Jalla. Ich, eine Frau, bin Kapitän. Danke. So ein Scheiß, nicht wahr? Ich muss nach Skellige. Nicht mit diesem Boot, mein Freund. Ich zahle gut. Die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe. Will das nicht riskieren. Schon mal dorthin gefahren? Hör zu, die Inselbewohner greifen alle Schiffe an. Wenn sie jemanden hassen, Nilfgaard zum Beispiel, greifen sie noch öfter an. Aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen. Haben uns einmal geentert. Wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe. Nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben. Alter, ich habe jetzt so Bock auf Skellige, Mann. Ich weiß nur noch, dass da auf Skellige war gerade ein Thronstreik im Gange. Und die Zwerge mochten. Wir treffen da ja Yen! Ein One-Shot. Mit dem Einhorn in den Sonnenuntergang. Oh, ich werde fast ohnmächtig bei dem Gedanken. Und in Skellige gibt es wieder Pferderennen und Boxkämpfe. Und Wendkarten. Da gibt's alles, Chat! Da gibt's alles! Und auch ganz viele Fragezeichen unter Wasser, die ich nicht alle machen werde, weil ich schon reich bin! Reich! Wie ich hier einfach das ganze Schleier klaue. Und niemanden interessiert, das verstehe ich immer gar nicht. Wissen Sie überhaupt, der Captain? Verschwendeter Atem. Vom Färben kriegt man Hautpilz. Du tätest gut daran, die Leute nicht zu belästigen. Wer ist denn der Captain? Du? Den Loot brauchst du ja anscheinend nicht, ne? Hier beschwert sich ja niemand. Hup. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Stabile Brille, Bruder. Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Wo finde ich ihn? Meistens in dem Schweinestall. Sonst im goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Aber könnt ihr nachvollziehen, Chat, ne? Oh! Spielabsturz. Spielfreeze. Könnt ihr nachvollziehen, dass ich mir das Gwen-Turnier aufheben will. Dann habe ich noch mehr Spaß am Gwen-Spielen, weil ich halt noch bessere Karten gewinne. Aber ich hätte nicht gedacht, dass
Nilfgaard so viel stärker ist. Was an Nilfgaard so stark ist, wir haben die gleiche Spionanzahl wie nördliche Königreiche, aber viel mehr Wiederbeleber, viel mehr starke Helden, was heißt viel mehr? Mehr starke Helden und noch aber das viel war gar nicht stärkere so Standardeinheiten. Der Hexer bald erfuhr, war ich den die beiden der 10er Bogenschützen und das 10er Katapult. Und das ist einfach strong as fuck, zuverlässige weil die auch mit dem Wiederbeleber aus dem Kerker Deck der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Viele verschiedene dann Enden gibt es, muss man Chat fragen. Ich glaube 4 oder 5. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. Ah, guck, wir hatten hier einen Kontrollpunkt, Chat. Das ist halt ein guter Call auch für euch, Chat. Wenn ihr Probleme habt, swappt, wenn ihr könnt, irgendwann auf Nilfgaard. Nilfgaard ist wirklich... Aber man muss halt auch erstmal die Karten gewinnen, ne? Am Anfang hat man ja ein nördliches Königreiche-Deck und auch viele nördliche Königreiche-Karten, die man gewinnt. Und die Nilfgaard-Karten haben wir nach und nach alle gewonnen. Ist ja nicht so, als hätten wir das Deck irgendwie geschenkt bekommen. Haben wir uns ja auch erarbeitet. Bist du Wolfstein, Kapitän der Atropos? Bin gespannt auf die Gegner, auf Skellige. Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Wir haben Spiel, glaube ich, Monsterdeck ganz gut. Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos. Auch rein, Ninja. Ich, wir setzen bald Kurs auf Arzt-Skellig. Hab Getreide an Bord. Zeit für den Mitternacht. Ist aber streng geheim. Gönn auch was, Predator. Hast genug Geld? 1000! Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Dann mal los. Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Leinen los! Die neue Rüstung ziehe ich nicht an, weil sie schwer ist. Da fehlen mir ja dann 25% Crit-Schaden. Aber ich behalte sie wegen den Stats. Falls ich mal beim Gegner nicht tanky genug sein sollte. Sex-Szenen on-Stream sind kein Problem. Ist ja ein Videospiel, Bruder. Aber auf YouTube wird das Video dann einfach ab 18. Wegen dem Videospiel. Unlucky, Bruder. Tatsächlich, man wird überfallen. Schneller! Alle zusammen! Das schafft er nicht! Härter! Ich bring den Bastard um! Ich bring ihn um! Bärenrüstung rasiert alles, die macht einen halt extrem tanky. In Verbindung mit dem Schild bist du halt quasi eigentlich nicht tot zu bekommen, aber da fehlt mir halt einfach dieser leckere Crit-Schaden, den ich mit dem leichten Set habe.
Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Wann geht denn das, dass man die Rüstung auf leicht zaubern kann? Fledderst du jede Leiche, die an Land gespült wird? Eine Leiche zu plündern ist kein Diebstahl. Ich bin ein Inselbewohner. Ich sehe nicht und ich ernte nicht. Das Meer bringt mir meine Nahrung. Ach, die ist die Eins, okay. Du warst auf der Atropos, oder? Ja. Ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Krach! Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Yennefer von Wengerberg. Sie müsste auf Artskellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Dann kann man sich ja das Hexer-Set aussuchen, wo einem der Setbonus am meisten einen Anflug von gefällt, ne? Gute Ohren. Die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat. Kommandiert jeden herum. Gemein ist sie dabei, wie es für Hexen üblich ist. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Ich lang dir eine. Wie heißt du? Steingrim. Nun, Steingrim, ich mag dich nicht. Um ehrlich zu sein, würde ich dir am liebsten eine runterhauen. Nur zu, Fremder. Versuch's. Der Krake soll dich holen! Na komm schon. War das genug? Bring es jetzt besser zu Ende. Sonst bist du gleich geliefert. Das war ein guter Kampf. Das sollte vorerst reichen. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden. Dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke. Mach's gut. Einfach auf Skellige. Plötzlich ist mitgeschwommen, richtig. Oder geflogen, man weiß es immer nicht. Ja, Skellige hat sehr, sehr, sehr schöne Musik. Merkt man jetzt schon. War die richtige Entscheidung, Chat. Auf Skellige. Wir gehen jetzt noch. Oh. Da haben wir unsere 1000 Kronen wieder. Vom Captain. Dicke Donation. Ah! Du hast 1000 Zitronen gelesen. Bruder, ich glaube, du brauchst eine Brille. Alle, wie hier überall Ware verstreut liegt. Eigentlich auch logisch bei einem Schiffbruch, ne? Was ist denn das für ein Viech? Alter, der Sonnenaufgang, der knallt ja so rein. Eine Sirene. Etwas Sirena, die Freundin vom Kaiser. Komm her jetzt!
Oh, hier gibt es viel Stuff noch. Oh, ich mach so Damage. Yippie. Komm, Nunda auf den Meter. Was geben die denn schön? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh, 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 oh. Ich bin so glücklich. Oh. Hä, sind das fliegende Meerjungfrauen? Oder wurde sie angespült? Haben wir die gerade runtergeschossen? Junge, was ist denn hier alles? Fliegende Meerjungfrauen, oder was? Monsterlist. Sind ja Menschen. Also, Menschenmonster, fliegende Meerjungfrauen. Hä? Jetzt fühle ich mich schlecht. Genau, Bestarium-Eintrag. Sirenen, wenn du draußen auf See eine wunderschöne Frau singen hörst, wende sofort das Schiff, hast du verstanden? Auch wenn das bedeutet, dass du direkt zurück in den Sturm segelst. Jetzt habe ich Fluch der Karibik-Vibes, Teil 4. Das war ja da eine Meerjungfrau, aber das war einfach, das hatte auch was. So diese Seefahrer, wie abergläubisch die waren, und da haben sie wirklich eine Meerjungfrau gesehen. Die sind gar nicht klar gekommen. Oh! Moin, wie geht's? Ein Sirenenversteck. Ich muss es zerstören. Dieser Gestank. Boah, ich mach so Damage. Wir werden so Spaß haben. Ich hab so Spaß. Warum ist schon wieder 2:30? Ich will doch einfach nur witchern! Witchern! All day! Witchern mit dem Chatmeat. Oh, ich bin jetzt schon so in Love mit den Inseln. Wie kann man die Insel nicht lieben, wenn man so ankommt? Schiffbrüchig, man kriegt seine 1000 Kronen-Mimonen wieder. Plötze wartet auf einen. Fliegende Meerjungfrauen greifen einen an. Dann gehen wir doch erstmal zum Anschlagbrett, oder? Oh, so schön. Skellige ist schon sehr schön. Ist das? Gestern auch gesoffen? Wisst ihr noch, letztes Jahr, als Jove und sein Pferd von der Klippe gestürzt sind? Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Na,
neuen Hexerauftrag. Stufe 29. Hallo. Sei gegrüßt. Darf ich einen Blick auf deine Kräuter werfen? Oha. Die hat auch wieder ganz schön viel Stuff. Wir haben 30.500. Ich kaufe immer, wenn möglich, alle Alko-Chests, ne? Oh, hier gibt's neue Sachen. Ein Pilz, verzehrbares. Bis dann. Leb wohl. Ja, ich weiß, dass ich's falsch sag, aber ich sag das so. Hier gibt's nichts zu klauen. Das ist noch nicht DLC, nein, das ist noch Hauptquest. Ganz normales Standardgebiet, sag ich jetzt mal. Oh nein. Schneller. Jetzt schon aufs Ellige. Wahnsinn. Bruder, ich habe 50 Spielstunden. Ich habe mir mega Zeit gelassen. Aber wenn ich jetzt noch alle Fragezeichen und alle Nebenquests gemacht hätte auf der anderen Map, dann wäre nochmal, glaube ich, 10 Stunden oben drauf gekommen. Banditen sind nicht wirklich stärker auf Skellige. Oh, auf einmal sind da Menschen. Wertvolles Fossil. Mach ich meistens nicht an, Mädels. So bleich. Hat der weiße Wal dir den Haken abgeknipst? Komm schon, plötzlich. Oh, wilde Pferde. Wunderschön. Boah, ich weiß nicht, Chat. Skellige ist schon noch mal eine Ecke schöner, oder? Als die Landgebiete. Jetzt schon so in Love. Wo willst du hin? Möge deine Axt nie zerbrechen. Oh, danke. Hey, der Hexer! Ich hätte ein Angebot für dich. Keine Zeit. FPS. Du! Ob der so stark ist, wie er aussieht? Tränen Augen, Yabi heult. Ich will wieder das Tages. Auf Skellige gibt's dann neue Monster, ja, klar.
Weiter so, Plätze. Etwas für die Tochter? Silberohrringe vom Festland vielleicht? Axt, wenn meine Rete was vom Festland... Hallo, willst du was kaufen? Zeig mir deine Ware. Oh. Schnellreisepunkte werden freigeschaltet. Kann man doch gebrauchen, oder? Wiedersehen. Zeig mal. Hä? Hat er mich verarscht oder muss ich die erst lesen? Letzte Nacht war... Wo willst du hin? Oh, die haben es ihm gezeigt. Haben ihm den Bauch aufgeschlitzt. Komm und sieh den Bauch rausgezogen. Wo willst du hin? Meinen Baum rennen lassen, bis die Leine alle war. Die Gedärme, meine ich. Diese Schafscheiße beleidigt meine Intelligenz. Wo willst du hin? Letzte Nacht war... So, jetzt zeig mal her. Aha, guck mal. Das hat mir tatsächlich... Das ist neu, das ist neu, das ist neu, das ist neu. Das glaub auch neu, das auch neu. Voll nützlich. Jetzt kann man hier... Oh, das auch neu. Da müssen wir da nicht ewig lang hinfahren. Übel strong. Können wir direkt überall hin und die goldenen Bretter abklappern. Dann stimmt das und vielleicht Hallo. Wenden. Willst du was kaufen? Zeig mir. Sei so gut und kauf das bitte zurück. Zum Originalpreis, Kapi. Was? Für einen Huni habe ich die Scheiße gekauft und er gibt uns noch einen Zehner. Unerträglich. Unter 30.000. Wir sind arm. Ein armer Schlucker. Wir müssen erstmal ein paar Hexeraufträge pumpen. Wir brauchen wieder Kohle. Hallo. Zeig mir. Ach, den haben wir nicht gegen... Nee, der hatte dieselben Sachen einfach. Wiedersehen. Wo willst du hin? Hey. Was sagt ihr denn bis jetzt zu Skellige Chat? Wenn ihr Skellige noch nicht kanntet. Mach den fertig! Sterbt doch endlich! Mach zu! Oha! Triple Kill! Kleiner Knüppel, stumpfes Bein. Oh, ich krieg Stich in der Hut. Pepo Run. Oh, hier geht's nach oben. Oh mein Gott, schaut euch das an, Chat. Hier geht's einfach nach oben in den Berg und dann darüber. Und hier unten ist auch noch eine riesige Siedlung. Wahnsinn. Es ist langweilig, hier zu stehen. Oh mein Gott, ich dachte gerade, die wollen mich verdreschen. Für den Diebstahl wieder. Grüne Wiesen, Berge,
Weiter so, Plätze. So geil, dass sie das Gebiet drin haben. Eine so schöne Abwechslung zu den ganzen Sumpfgebieten. Dein scharfer Blick wird uns vor den Schwarzen beschützen. Du suchst nicht zufällig. Ich habe meine beste Stute geopfert. Es war eine Ehe. Sie war hier gut und treu. Und das wird sie auch im Jenseits sein. Mag sie unserem König würdig dienen. Einst sehen wir uns wieder. So wie oh, hier neue Fäuste, also neue Schlägereiaufträge. An seiner Tafel speisen. Und sein Lob sehen. Neue Quests. Skellige Stil! Besiege Moissac. Wer war noch mal Moissac? Hey da, Hexer. Du suchst nicht zufällig Arbeit? Moissac sagt mir was. Und hässlich wie ein Seeteufel. Hilfst du einem Mann in Not? Alter, wie viele Aufträge hier sind. Und das Schöne ist, auf Skellige sind ja die Aufträge alle höher vom Level. Das heißt, da haben wir mehr von. Oh, dieses Schiff. Chat, ist das nicht wunderschön? Dieses Schiff vor den Aufträgen. Oh, ich bin verliebt. Verliebt. Ich muss mal gucken. Das hier ist ein trophäenrelevanter Auftrag und da kann man sogar einen Fehler machen. Da hat man zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Man muss sich für die richtige entscheiden, sonst kriegt man keine Trophäe. Man schließt den Auftrag ab, aber kriegt keine Trophäe. Also eine verpassbare Trophäe bei dem Auftrag. Wer ist denn der komische Kauz? Eines Königs Tod. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr.